Von 1955 bis 1975 betrieb Hermann Jansen in Höfen, ganz in der Nähe von Monschau, eine Weberei. An seinen Maschinen hing der Unternehmer noch lange nach seinem Berufsleben und pflegte diese mit viel Engagement, sodass sie sich heute noch in einem guten Zustand befinden. Seit 2010 haben diese Webstühle nun einen angemessenen Platz gefunden. Dank Fördergelder und viel ehrenamtlicher Arbeit, vor allem durch die Mitglieder des Eifel- und Heimatvereins Höfen, wird im Anbau des Naturhauses Seebend in Monschau-Höfen nun Besuchern der Einblick in einen Textilverarbeitungsbetrieb gewährt. Das Besondere? Besucher haben hier die Möglichkeit, die Arbeitsabläufe der ehemaligen Textilindustrie zu erleben. Dabei können sie die beeindruckende Technik von damals in Aktion sehen. Die uhrwerkgenaue Mechanik der Maschinen und die ohrenbetäubende Lautstärke sind ein beeindruckendes Erlebnis. Ob mit Originalspulmaschinen oder Webstühlen, das Webereimuseum Höfen lässt sie eintauchen in die Arbeitsatmosphäre einer typischen Weberei der 70er Jahre.